Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück hier bei unserem Let's Play Pokémon Heart Gold, wo ich euch ganz kurz einmal was zeigen wollte. Und zwar gibt es hier unten links, wenn ihr reinkommt nach Viola City, ein Haus, in dem jemand, ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber Pokémon sammelt. Und er fragt, hast du einen Knuffenser? Möchtest du es gegen meinen Onix tauschen? Ich sag mal so, einem geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul. Und deswegen habe ich immer ganz fix noch ein zweites Knuffenser gefangen, auch wieder Level 6 natürlich. Ich bin jetzt mal einfach in der still und heimlichen Hoffnung. Erstmal kann ich euch jetzt hier mal einen schönen Tausch zeigen. Ist natürlich nie verkehrt. Und bin jetzt hier mal einfach in der Hoffnung, dass das Onix vielleicht sogar schon irgendeine Gesteinsattacke kann. Wäre ja irgendwie ganz cool. Denn natürlich wollen wir in dieser Folge hauptsächlich uns mit dem ersten Arena-Orden befassen. Und das ist Falk mit seinen Vogel-Pokémon, Taubsi und Tauboga. Coole Animation, auch das für mich natürlich wieder völlig neu hier. Ich habe ja, wie gesagt, schon oft genug erwähnt, noch nie einen DS besessen und dementsprechend Aaron. Cooler Name eigentlich, gar nicht so schlecht. Dementsprechend auch weder Heart Gold noch irgendwas anderes nach der zweiten Generation gespielt. So, jetzt bin ich mal gespannt hier. Pokémon. Rick habe ich natürlich auch direkt abgeholt vom PC, kann ja nie schaden. Und Aaron. Bericht. Hält eine Persimbeere. Cool. Und kann Tackle, Härtner, Klammergriff und Kreideschrei. Schade, kann also keine Normalattacken. Andersrum hat aber den Vorteil, dass Flugattacken gegen ihn nicht besonders effektiv sind. Von daher, das Coole finde ich auch, dass man von Falk ja TM 31 bekommt. Lehmschelle, eine Bodenattacke. Vom Arenaleiter mit Vogel-Pokémon, wirklich? Naja, egal. Wollen wir mal gucken, wir sind auf jeden Fall topfit und dementsprechend gehen wir jetzt hier in die erste Arena. Yeah! Das haben sie auf jeden Fall auch mal ganz neu gemacht. Das war natürlich noch nicht mal halb so spektakulär auf dem Game Boy Color damals. Du fragst dich, wozu die Höhe gut ist? Das Training hier oben festigt das Band zu unseren Vogel-Pokémon. Wollen wir doch mal sehen, ob du Falk gewachsen bist. Coole Aktion auf jeden Fall. Ich habe seinerzeit auf jeden Fall Gold ein- und auch zweimal durchgespielt, aber wie bereits erwähnt, definitiv nicht hier dieses Remake und ja. Das war jetzt auf jeden Fall schon mal unvorhergesehen, aber nice gemacht. Ne? Da haben sie also die neuen Möglichkeiten auch grafisch betrachtet sehr gut ausgenutzt, finde ich. Nette kleine Anpassungen. Und ich meine, die Änderungen damals erste, dritte Generation, sprich Feuerrot, Blattgrün, die waren natürlich noch bis auf die Farbe eher überschaubar. Grimasse, was war denn nochmal Grimasse? Kann ich irgendwie nachgucken, was das ist? Ja, da. Der Initiativwert sinkt deutlich. Nö. Brauche ich nicht. Ja, Silberblick ist mir da irgendwie wichtiger. Und da ist auch schon down. Cool. Kein Schaden genommen. Und nur noch 3 Level von der Entwicklung entfernt. Oh, selbst hier oben dürfen wir rennen. Das ist ja gefährlich, Leute. Also ehrlich. Rums. Oh, obwohl ich dich plötzlich angerempelt habe, bist du nicht umgefallen. Respekt, wir trainieren hier Tag und Nacht, um die stärksten Vogel-Pokémon heranzuziehen. Zeige doch mal, was du so drauf hast. Ja. Hallo Klaus. Gabelstaplerfahrer Klaus hat einen Taubsi Level 7. Und wir haben unseren Dundee mit seinem extrem heftigen Biss. Wie man sieht. Zack, down, so schnell geht's. 82 Erfahrungspunkte. Nächstes Taubsi. Da, so was könnten wir eigentlich mal wechseln. Und zwar auf unseren Rick hier, denn ich bin der festen Überzeugung, dass Taubsi uns nicht wirklich was anhaben kann. Wir ihm zwar, glaube ich, auch nicht, weil wir nur Schlecker und Hypnose können, aber naja. Egal. Hallo Taubsi Level 7. Wir machen mal direkt hier Hypnose. Sandwirbel. Na toll. War klar, dass das irgendwann losgeht. Attacken daneben. Probieren wir nochmal. Dann kann ich wenigstens gefahrlos wechseln. Geil. Okay.
Ich merke schon, worauf das hinausläuft. Gut, Schlecker dürfte eigentlich keine Wirkung haben, richtig? Weil... Genau, ja, alles klar. Macht nichts, dann müssen wir leider wechseln. EP gibt es ja trotzdem. Und zwar Level 7. Joa. Na komm, wechseln wir auf dann die. Bei so viel Sandwirbel können wir froh sein, wir überhaupt noch was sehen hier oben. Noch ein Sandwirbel, na toll. Hoffentlich treffen wir direkt. Nein, natürlich nicht. Och, Taubsi, ey, du musst doch wenigstens irgendwie Tackle oder Ruckzuck-Hieb oder keine Ahnung was können. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Eieiei, der Kampf kann sich ja mal ein bisschen ziehen, Leute. Wenn wir uns da mal nicht total verkalkuliert haben. Na. Ja. Boah, ist das trocken. Was eine KI. Also so einmal vielleicht oder auch zweimal hintereinander, mag ja sein, ne? Aber... Ich weiß nicht, macht mal einer kurz die Mathematik für mich. Wie hoch ist die Chance, dass ich jetzt überhaupt noch treffe? Jetzt kommen die Tackles, ja, ist klar. Und ihr kriegt, natürlich kriege ich auch direkt den Crit. Natürlich, warum auch nicht? Ich meine, ist jetzt kein Problem, ich habe noch genug Tränke mit, aber ach, Level 7, ey, das ist ja wohl echt... vorsichtshalber nochmal einen Sandwirbel hinterhergeschmissen. Man weiß ja nie. Ach komm. Ich sehe schon, das wird nichts. Resettet sich der Wert eigentlich, wenn ich jetzt auswechsel? Ich glaube nicht, ne? Aber macht nichts, wir haben eh getroffen. Und damit war's das. Meine Güte. Was ein Aufwand hier für einen Dreckstaubsi. 40 für beide. Oh, nicht mal ein Level Up. Das hatte ich jetzt irgendwie anders erwartet. Macht nichts. Wir brauchen aber ganz kurz den Trank hier. So, ich hoffe mal, die nächsten beiden Pokémon sind ein bisschen angriffsfreudiger, weil... kriege ich ja die totale Krise. Hallo Falk, so schnell geht's. Ich bin Falk, der Arenaleiter von Viola City. Viele Leute sagen, mit Elektro-Attacken könne man Pokémon vom Typ Flug ganz leicht die Flügel stutzen und machen sich so über mich lustig. Das kann ich so nicht stehen lassen. Wenn du erstmal siehst, wie anmutig meine Flug-Pokémon durch die Lüfte gleiten, weißt du, was wahre Größe ist. Sei froh, dass es mitten in der Nacht ist und ich unbedingt noch eine Folge aufnehmen wollte, sonst hätte ich nämlich bis morgen früh gewartet und mir tatsächlich dieses tolle Voltilam auf Rube 32 besorgt, das in Level 10 dann Donnerschock lernt und dich wahrscheinlich alleine auseinandergenommen hätte. So hingegen könnte es ein spannender Kampf werden. Mal gucken. Wir setzen mal den ersten Biss. Ah, nice. Er schrickt zurück. Das ist super. Natürlich noch eine weitere Fähigkeit von Biss. Es gibt eine... prozentual zwar geringe, aber immerhin Chance, dass der Gegner zurückschrickt. Und da ist auch schon sein Tauboga. Da, puh, riskiere ich das? Ja, komm, wir wechseln. Warum nicht? Die EP nehmen wir auf jeden Fall mit für unseren Rick Ghastly, der fast in Level 6 ist, wie man sieht. Level 13. Aber jetzt wird mir der Wind Auftrieb verleihen. Ich kann es spüren. Wenn du meinst. Soweit ich weiß, kann man Tauboga eh nicht einschläfern. Fangen wollen wir es jetzt auch nicht, Jens. Deswegen gehen wir mal wieder auf die Pokémon und wechseln mal ganz fix. Komm, wir gucken einfach mal, was Aron so drauf hat. Spaß ist halber. Wir sind zwar deutlich underleveled, aber nice. Ist eigentlich ein cooler Sprite, muss ich sagen. Hat was. Nicht sehr effektiv, aber es kann Windstoß. Das ist schon mal gut zu wissen. Dann machen wir mal Kreideschrei. Ja, Tauboga, du hast es erkannt. Wir wollen deine Verteidigung senken. Und zwar um jeden Preis. Tauboga zeigt sich aber gewohnt offensiv hier. Angriffslustig, wie in der allerersten Folge des Animes, wer sich erinnert. Mein Gott, ist das schon lange her. Aber, wen haben wir denn noch? Wir haben noch Weberg. Das bringt wohl eher nichts. Und, wobei wir können ja Silberblick, ne? Also eigentlich können wir uns auch selbst hier einen kleinen Vorteil verschaffen. Denn schneller sollten wir wohl sein. Mal gucken, was uns dieser Windstoß anhaben kann. Das ist auf jeden Fall nicht der Rede wert.
Deswegen schiebt man noch einen Silberblick hinterher. Und jetzt probieren wir es mit dem ersten Biss. One-Hitten werden wir wahrscheinlich noch nicht, aber... Ah, fast. Noch bin ich nicht abgestürzt. Doch, quasi, weil ich bin schneller als du. Oh, nee. Ruheort, was ist denn Ruheort? Heilst du dich? Ey, du Penner. Coole Attacke, die ist auch neu. Weiß nicht, ob dritte oder vierte Generation, aber die kenne ich zumindest noch nicht. Also wahrscheinlich sogar vierte. Sonst wäre es mir mit Sicherheit im Pokémon Kolosseum mal irgendwann untergekommen. Macht aber nichts, weil dieser Biss hier sollte killen. Jawohl, und das ist unser erster Orden. Juhu. 156 Erfahrungspunkte für beide und damit erreicht Rick natürlich Level 6. Schafft auch noch Level 7. Tatsache, hat sich also richtig gelohnt, der Kampf. Oh, pff, und Level 8 auch noch. Und wir erlernen Horror... Nice, Horrorblick, cool. Das könnte, naja, zu einem späteren Zeitpunkt noch durchaus nützlich werden. 1065 Poké-Dollar. Ah, verflixt, das waren die geliebten Flug-Pokémon meines Vaters. Aber ich bin kein schlechter Verlierer. Hier, nimm diesen offiziellen Orden der Pokémon-Liga. Er bescheinigt dir, dass du gegen mich gewonnen hast. Hiermit verleihe ich dir den Flügelorden. Und wir haben den ersten Eintrag hier unten links auf unserem schönen Overlay. Wenn du im Besitz des Flügelordens bist, gehorchen dir alle Pokémon mit einem Level von bis zu 20. Auch außerhalb des Kampfes kannst du damit nun Zertrümmerer einsetzen. Und hier hast du außerdem eine TM von mir. 51? Ich dachte 31. Benutzt dein Pokémon eine TM, wenn deines Umgehen eine neue Attacke. Jaja, das wissen wir. Achso, Ruhe. Ah, okay, dann haben sie das schon mal geändert. Weil das fand ich noch so schwachsinnig, dass man, bin ich mir ziemlich sicher, in der zweiten Generation von ihm halt Lehmschelle gekriegt hat. Warum auch immer. Wenn ich jetzt die ganze Zeit total daneben liege, dann, sorry, dann dürft ihr jetzt ruhig lachen. Werdet ihr noch ein paar Mal machen in diesem Let's Play. Oder eine Chance dazu bekommen. Ruheort. Mit ihr kann ein Pokémon bis zur Hälfte seiner maximalen KP wieder auffrischen. Geile Aktion. Du wirst von nun an in der Arena vier Städte zum Kampf antreten. Setze die Attacke weise ein und sie wird dir zum Sieg verhelfen. Als nächstes nimmst du dir am besten Azalea City vor. Habe ich vor, denn dort können wir dann auch endlich mal unsere ganzen Aprikokos loswerden und uns mal innerhalb eines Tages, so lange dauert der ganze Prozess, ein paar tolle Pokébälle craften lassen. Oh, 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 Lind am Telefon. Nerd hier, was gibt's? Hallo Nerd, ich habe noch eine Entdeckung gemacht. Genau, das kann ich nicht sagen, aber ich möchte unbedingt, dass du das Ei an dich nimmst. Mein Assistent wartet im Poké-Supermarkt von Viola City auf dich. Sei so gut und hol es dort ab, ja? Cool. Dann machen wir das doch zum Ende der Folge auch noch, weil ich glaube, so lang war die Folge bisher noch nicht. Und der Poké-Markt ist direkt nebenan. Wow, was geht denn jetzt ab? Uiuiui. Hallo, hallo, du musst Nerd sein. Deine Mutter hat mir ein Paket für dich gegeben. Hier, bitteschön. Supertrank erhalten? Aha. Komm bald wieder. Achso, das war der. Hä? Okay. Lange nicht gesehen, Nerd. Professor Lind hat mich darum gebeten, hier auf dich zu warten. Er hat eine Bitte an dich. Und zwar hätte er gerne, dass du dieses Pokémon-Ei trainierst. Ja, klar. Dauert ja auch nur 2560 Schritte, wenn ich mich richtig entsinne. Dein Team ist bereits voll. Aber ich werde hier auf dich warten. Okay. Wow. Das war ein etwas merkwürdiger Glitch, der da gerade abging. Aber die Zeit nehmen wir uns natürlich noch, auch wenn die Folge... Weiß gar nicht, wie lange die Folge schon war, keine Ahnung. Wir gehen mal ganz schnell an den PC hier und werden mal ein Pokémon los. Jemand des PC. Der gute Bill, dessen Namen wir irgendwann noch erfahren werden. Pokémon ablegen. Und dann trennen wir uns da mal von Hoothoot hier fürs erste... Quatsch, nein, nicht von Hoothoot, sondern von Webarak, weil... Die nächste Arena, auch wenn du Giftstachel kannst, ist eigentlich ganz cool, aber ist sowieso nichts für dich. Da treffen wir nämlich nur auf andere Käfer-Pokémon, von daher. Und außerdem, wer weiß, ich wollte noch einen Voltilam fangen morgen und das Ei können wir... Ne, das legen wir nicht ab. Wir sind ja nicht im Speedrun. Wir versuchen es natürlich so schnell wie möglich auszubrüten. Schleppen das Togepi hier schön durch die Gegend. Das missglückte Omelette. Ah, und da ist es auch wieder weg. Haben wir Glück gehabt. Keine Ahnung, was da gerade los war, Leute. Bisschen peinlich, aber egal. Also, nimmst du das Ei mit? Ja, klar, gib her.
heute Abend erstmal schön Omelette machen. Nachdem du weg warst, erhielt der Professor von jemandem einen Anruf. Das Gespräch war bereits eine ganze Weile im Gang, als Professor Lind plötzlich laut durch das Labor rief: Dann ist Nerd genau der Richtige für uns. Ja, okay. Und genau deshalb denke ich auch, dass du das Ei haben solltest. Ja, das habe ich ja gerade schon erklärt mit den Schritten. Und die Schritte fangen jetzt an. Das wird wahrscheinlich schneller gehen, als euch lieb ist, weil ich das natürlich ebenfalls offscreen beeinflussen werde. Nanu? Dieses Ei? Hohoho, ich verstehe. Mr. Pokémon hat es also Professor Lind geschickt und dieser gab es dann an euch weiter. So war das also. Das ist wirklich ein äußerst kostbares Ei. Vergesst das bitte nicht. Zieht es bitte mit viel Hingabe auf. Verstehen wir uns? Irgend so eine Geisha? Scheinbar. Ja, klar, machen wir. Überhaupt kein Thema. Natürlich kümmern wir uns immer gut um Togepi. Oh, Aaron geht es ein bisschen schlecht. Und da ist unser Ei. Bericht. Ja, brauchen wir uns jetzt eigentlich keinen Bericht für drüber durchlesen. Der Eiprüfer erkennt, manchmal bewegt es sich, bald ist es soweit. Jetzt schon? Bisschen früh, oder? Naja, egal. Wir sind schon wieder am Ende der Folge angekommen, liebe Leute. Und ihr kennt das Prozedere. Daumen nach oben, wenn euch das Let's Play gefällt. Ich hoffe doch. Und ja, ich bin stolz, dass wir unten links unseren ersten Orden sehen. Nächste Folge weiß ich noch nicht genau, wie es weitergeht. Ob wir uns direkt in Richtung nächste Stadt begeben. Muss ich alles noch in Ruhe gucken. Je nachdem, wie viel ich auch offscreen geschafft kriege. Jetzt gehe ich, glaube ich, erstmal ins Bett. Denn so viel, wie man sieht, kann ich ja hier rund um die Stadt sowieso nicht mehr tun. Danke fürs Zusehen. Einmal wie immer, Infokarte oben rechts für nächste oder aber letzte Folge, falls ihr da irgendwie was verpasst habt und hier erst eingeschaltet habt. Schaut auf jeden Fall den Rest des Let's Plays auch nochmal. Oder schaut euch die anderen Let's Plays unten in der Videobeschreibung mal an, unter anderem Pokémon Gelb. Ich erwähne es immer wieder gerne. 96 Folgen, pure Unterhaltung. Wenn es auch echt schon ein Weilchen her ist, aber Nostalgie pur. Und damit tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Jens von Nerdy Talk.